Moin moin ihr Lieben, Freitag morgens um 9 Uhr. Ich habe zwar noch nicht meine 8 Stunden voll, die ich eigentlich für die eine Sache hier machen sollte, aber ein Kunde in Mühldorf kommt noch dazwischen, da muss ich noch schnell hinfahren und dann sollte ich langsam mal packen, weil morgen geht es in den Urlaub. Dementsprechend war die Woche einigermaßen stressig. Dass wir mal bestimmte Sachen abgeschlossen haben, bevor man sich eine Auszeit gönnt, damit da nicht Leute drauf mehrere Wochen warten müssen. Wo es hingeht, seht ihr dann im Verlauf des Vlogs oder spätestens morgen. Aber so ein paar Kleinigkeiten wollen noch erledigt werden. Muss noch mal ganz kurz zur Bank. Barber habe ich gestern noch schnell geschafft. Diesmal weit kürzer als sonst. Aber kann man ja auch mal machen. Dann sollte heute noch ein Gorillapod kommen. Ich habe den 5K bestellt, weil ich habe so einen Mediamarkt Klon von so einem Gorillapod, aber der hält das Gewicht von der Kamera mit Objektiv nicht aus. War also mal wieder so ein kleiner Fehlkauf. Also habe ich mir diesmal gedacht, statt den 3K und nochmal Risiko, nehme ich gleich den 5K und hoffe, dass diesmal alles passt. Mal schauen, ob ich davon begeistert bin oder nicht. Habe ja jetzt in den nächsten 2 Wochen gute Möglichkeiten, das zu testen. Genau, ganz klein bisschen eilig. Ich pack's. Euch lasse ich hier, die nehme ich nicht mit. Das heißt, wir sehen uns wieder, wenn ich aus Mühldorf zurück bin. Ciao. Ich bin fertig gepackt, Michaela macht sich auch gerade fertig und dann geht's ab in Richtung Flughafen, weil es ist wieder soweit. Wird Zeit für Urlaub. Erste kleine Mini-Hürde, der Transfer zum Flughafen. Oma hat uns mehr hergefahren. Das ist toll, weil dann kann der gleich das Auto wieder mitnehmen. Und dann geht's jetzt vom Terminal 1 aus los. Mal schauen, ob wir den Check-in finden. Das ist das, was ich am Terminal 1Z hier immer nicht so mag. Da findet man nicht gleich so, wo man hin will oder muss. So, wir sind angekommen. Ihr seht schon, der Gimbal hält aufs Gesicht. Dafür ist der Osmo ungeeignet, wenn man so hinter sich was zeigen will, weil die Kamera immer im Gesicht winkelt. Okay, jedenfalls ist es 1:1 wieder dasselbe Hotel wie schon vor, wann war ich denn hier? Vor 2 Monaten. Wir haben uns einfach dasselbe wiedergenommen, weil ich sehr zufrieden damit war und weil der Preis auch gestimmt hat. Also warum nicht Wiederholungstäter sein? Es ist 18 Uhr. Ja, viel wird jetzt nicht mehr passieren. Oh, jetzt hat er mich verloren. Guck einer an. Na, findet er mich wieder? Jetzt hat er mich wieder gefunden. Gesichtserkennung, ne? Heute wird nicht mehr viel passieren. Wir werden jetzt noch losmarschieren zum Supermarkt hinten ums Eck. Ein bisschen Wasser besorgen und so ein paar Kleinigkeiten fürs Zimmer. Und dann möchte ich mir hier unten noch den Strand zeigen. Und ja, später werde ich dann vielleicht nochmal eine Kleinigkeit vloggen. Oben am Dach schauen, vielleicht ist es ein bisschen bewölkt draußen, ein bisschen diesig. Vielleicht kommen Sterne noch raus, ansonsten vielleicht ein paar schöne Langzeitbelichtungsaufnahmen von Puerto de la Cruz von oben aus. Und ja, tja, das wäre die Idee für heute. Recht viel mehr wird nicht passieren. Seht die nächsten Tage noch mehr davon. I heard you want to leave this place where we grew up, this old town. Just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.